Hallo alle zusammen, ich habe von Westwing das Besteckset 20-teilig. Wir wollen natürlich einerseits gucken, was hier drin ist und andererseits auch so ein bisschen die Qualität von dem Steck uns angucken. Und ich habe auch schon was vorbereitet. Erstmal vielleicht, wie das Ganze verpackt ankommt. So sieht das aus. Die Messer sind hier, oder beziehungsweise jedes zweite Besteckstück ist hier in Plastikfolie eingepackt. Das nächste dann nicht mehr und das letzte dann schon wieder. So wird das also hier geliefert, sodass auch wirklich das Besteck sehr gut ankommt, ohne Schaden zu nehmen. Von jedem Besteck, wie hier dieser kleine Löffel, sind vier vorhanden und die sind auch alle identisch. Von der Verarbeitung her wirklich sehr schick. Obwohl es ein mattes Material ist, glänzt es doch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Gefällt mir aber sehr gut. Hat so ein bisschen was von gebürstetem Aluminium, obwohl es Edelstahl ist. Und eben in diesem schwarzen Ton. Und das passt perfekt, wenn man sich das hier anguckt. Zu Buche meiner Meinung nach, das ist ein etwas helleres Holz und da ist der Kontrast zu dem schwarzen Besteck eben wirklich sehr schön. Hat man hier ein dunkleres Holz, das ist Akazie zum Beispiel, dann sieht das immer noch schick aus, aber mir gefällt das hier zu dem helleren Holz irgendwie einfach besser. Aber da kann sich jeder selbst auch ein Bild davon machen. Jetzt natürlich die Frage, wie ist das Design und wenn man sich das anguckt, dann ist es richtig schick und auch einheitlich. Wir haben hier diesen geraden, etwas längeren Bügel, der dem Ganzen auch ein bisschen Gewicht verleiht. Hier die kleine Kuchengabel, die hätte ich mir hier oben vielleicht ein bisschen filigraner vorstellen können, aber ansonsten ist das sehr ordentlich. Auch der Punkt ist gut gewählt hier, nur ein bisschen unterschiedlich bei der Gabel und beim Löffel, wenn sich das anguckt. Aber das ist in Ordnung. Das Design setzt sich auch beim großen Löffel und der großen Gabel fort, nur eben etwas größer. Und hier gefällt mir die große Gabel eben auch hervorragend, was so die Form angeht. Lediglich beim Messer hat sich das Design ein bisschen geändert. Das habe ich jetzt auch schon gewaschen, deswegen sieht es hier oben vielleicht nicht mehr ganz so ordentlich aus. Aber hier ist es eben so, dass nicht dieser dünne Stiel, sondern etwas dickerer Stiel vorhanden ist. Aber das ist auch notwendig, damit man das Messer besser greifen kann und besser damit schneiden kann. Vom Gewicht her sind auch die Löffel und die Gabel und der Löffel, die sind auch ordentlich vom Gewicht her. Auch das Messer hat natürlich ein schönes Gewicht, aber hier hätte ich mir vorstellen können, gerade beim Messer, dass es noch ein bisschen schwerer ist und man noch ein bisschen mehr in der Hand hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut schneidet das Messer? Und hier habe ich mal ein schwieriges Lebensmittel ausgewählt, eine Tomate. Und klar, Tomate schneidet man sicher nicht mit einem Brotmesser, normalerweise mit einem Frühstücksmesser. Aber selbst das geht hier hervorragend, wie man sieht. Also man könnte mit diesem Messer auch problemlos eine Tomate schneiden. Wir haben hier die kleine Gabel, mit der man Oliven aufpieksen kann, die ein bisschen ölig sind, auch kein Problem. Also man sieht, dieses Besteck funktioniert sehr gut. Und auch das Mundgefühl ist schön, sodass man hier wirklich, wenn einem vier Bestecke reichen, ein sehr schönes Set bekommt.